Hallo bei Autonotizen.de, heute mal mit ein bisschen untypischen und vielleicht auch nicht ganz ernst gemeinten Video aus Sicht des Autobloggers und Auto-YouTube-Kanals. Es geht hier, draußen ist das Wetter kalt, drinnen ist es schön warm, um ein Auto, was sowohl Indoor wie auch Outdoor gut Verwendung findet, was lokal emissionsfrei ist und was man vielleicht gar nicht so bedenkt, dieses Fahrzeug, nennen wir es mal nicht Auto, sondern Fahrzeug, ist das eines der meistgebauten deutschen Fahrzeuge. 19 Millionen Stück sind bisher vom Band gelaufen, seit der Premiere 1972. Es handelt sich, ich steige mal ab, dann seht ihr es besser, um das Big Bobby Car. Und warum ich darüber was erzählen will, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen bei autonotizen.de, dem nicht ganz ernst gemeinten Vorweihnachtsvideo. Das Bobby Car ist natürlich jedem von der Form und auch vom Namen ein Begriff. Es ist ja eine Gattungsmarke, so wie Tempo für Taschentücher und Labello für Lippenstifte. Es ist ein Kinderrutschfahrzeug, so heißt es in Spielwarenfachbranche. Das hier ist das klassische Big Bobby Car. Wie gesagt, 1972 kam es auf den Markt, wurde erst in Fürth gebaut und jetzt in Burghaslach. Wer die A3 öfter fährt, sieht diese große Fabrik am Autobahnrand, die Big Spielwarenfabrik. Und das Bobby Car ist aber nicht allein im Modellprogramm. Man könnte sagen, nicht nur bei den echten Autos, sondern auch bei den Kinderrutschfahrzeugen und in der Spielwarenindustrie werden die Entwicklungs- und Modellzyklen immer kürzer, während es also vom klassischen Bobby Car zum New Big Bobby Car noch sage und schreibe 32 Jahre gedauert hat, bis das Zusatzmodell, ist ja kein wirklicher Nachfolger, auf den Markt kam, hat es jetzt in Anführungszeichen nur 12 Jahre gedauert. Denn jetzt gibt es das Big Bobby Car Next. Das habe ich mir jetzt hier mal besorgt und ich packe das jetzt einfach mal aus. So seht ihr mich jetzt also mal am Boden sitzen. Nicht, weil ich irgendeine Frontpartie erkläre, sondern weil ich hier die Box aufmache, den Verpackungskarton. Auch die Schere passend in Rot genommen. Mal noch mal schauen. Die sind ja nicht fertig montiert, die Fahrzeuge. So, alles leer, Karton weg. Ist schon mal von der Farbe anders, ein dunkleres Rot. Schick LED-Scheinwerfer und gummierte und mit so einem Neoprenstoff bezogene Sitzfläche. Schon deutlich hochwertiger. Jetzt baue ich das einfach mal zusammen. Dann nehmen wir natürlich, ich als kleiner Montagekrüppel, die Anleitung zuerst. Und viele Aufkleber drin, mit denen ich das dann beklebe. Den Aufkleber von der Tüte brauche ich nicht. Katalog, noch ein Katalog, Zubehörbeutel. Ich mache das mal mit der Schere. So. Los geht's beim unteren Anleitungslesen, die ein Poster ist. Und man braraucht einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen normalen Schraubenzieher und einen Schraubenschlüssel. So, dann fangen wir an mit der Lenkstange. Das ist hier verpackt. Da kann man irgendwie auch ganz gut, wenn man das mit seinem Kind zusammen macht, finde ich, erklären, wie funktioniert denn so ein Auto. Also natürlich ganz rudimentär erklärt, dass das Lenkrad ja irgendwie eine Verbindung zu den Rädern braucht. Steer by Wire und sowas, die es zum Beispiel der Infiniti Q50 hat, muss man dann auch nicht erklären. So, die stecke ich dann mal hier durch. Hakt die dann hier unten in der Achse ein. So, dann kommt oben das Lenkrad drauf und das hat hier eben auch so ein Loch. Dann muss ich dann hier, das ist ein Zwei-Speichen-Lenkrad, S-Klasse-Style. Das erste Autoschrauber-Video, das ich mache, obwohl ich selber kein Autoschrauber bin, aber beim Bobby Car werde ich es noch hinkriegen. Ah, ich habe eine Unterlegschraube vergessen. Jetzt muss ich leider nochmal aufmachen. So. Lenkt. Es soll ja aber nicht nur lenken, sondern auch hupen.
Da haben wir hier den berühmten roten Hutknopf. Und brauche ich noch einen Teil. Der Hubknopf alleine reicht ja nicht. Kein Hubknopf ohne Hupe. Wow. Das war's bisher. Geräusche verschiedenster Art sind jetzt im Lenkrad verbaut. Finden die Kids natürlich cool. Eltern können es vielleicht auf Dauer ein bisschen nerven und du musst natürlich hier Batterien auswechseln. Das ist dann, klar, ist moderner und schicker und aufwendiger. Höher positioniert in Autosprache, aber halt auch nicht mehr ganz so easy und simpel wie zuvor. So, und das bauen wir jetzt hier ein. Und weiter geht's mit den Instrumenten. Da brauche ich jetzt bestimmt die Aufkleber. Genau. Und habe hier also verschiedene Aufkleber. Jetzt habe ich einen Tacho-Drehzahlmesser. Das ist beides relativ neutral gehalten. Also kann man sich überlegen, ob man jetzt BMW oder Volkswagen-Fan ist, was man auf welche Seite klebt, weil da Tacho-Drehzahlmesser unterschiedlich sind. Eigentlich egal, weil hier eben keine Skalierung nach Umdrehungen drauf ist oder Geschwindigkeit. Das Bobbycar macht nicht nur Geräusche. An der Hupe, sondern kann noch mehr. Das ist natürlich ein bisschen fummelig. Sollte man, glaube ich, vor der Lenkradmontage machen, aber die Anleitung. Nee, sieht es nicht so vor. So, da sollte man jetzt aufpassen. Steht's auf der Packung drauf? Batterien sind nicht dabei, genau nicht enthalten. Also, dass hier nicht irgendwie dann der große Spielspaß auf einmal nicht sofort starten kann, wenn man das zum Beispiel an Weihnachten auspackt oder so, Batterien kaufen. Und zwar brauchen wir dreimal Doppel-A-Zellen. So, Batterien sind drin, denn ich habe hier noch einen dritten Aufkleber unter den Rundinstrumenten. Wenn ihr das mal sehen könnt. Lichtschalter. Aha! Denn, den klebe ich da jetzt gut drauf. Das Big Bobby Car Next hat ganz modernen LED-Frontscheinwerfer. Kann ich hier ausschalten, anschalten. Ist natürlich schon cool. Und auch bei den Bobby Cars ganz viele so Lizenz- und Künstlereditionen, wo dann auch die Aufkleber dabei liegen, dass man sich das einfach selber alles gestalten kann. Das ist die offizielle Aussage, aber natürlich ist es für die auch einfacher, Aufklebersets zu drucken. Und nicht diese Spritzgussteile aus der Produktion rauszunehmen und dann die Sachen drauf zu kleben. Ob es jetzt ein ADAC oder Hello Kitty oder keine Ahnung was für ein Bobbycar ist, Kikaninchen etc. Wäre einfach nicht machbar. Egal ob made in Germany oder made in sonst wo. So, gebrandet ist es. Seite. Ist es fertig? Das ist also das Big Bobby Car Next. So, was kann das alles besser? Es sieht, nehmen wir mal zum fairen Vergleich, ohne die Kulisse umzuschmeißen, das Big Bobby Car in der New Version und stellen das Big Bobby Car Next daneben oder ich halte es mal in der Hand. Sieht also schon deutlich stylischer aus. Es entspricht so ein bisschen mehr dem Crossover-SUV-Style. Ich habe hier vorne übrigens eine praktische Kofferraumklappe, die natürlich das Geheimfach, man hat ja immer spaßeshalber Aschenbecher gesagt, im Big Bobby Car
der New Version ablöst. Und da könnte man auch sagen, es ist wieder so ein bisschen Elektroauto-Style, Kofferraum vorne oder eben, falls Papa einen 911er fährt, passt es auch ganz gut. Sehr lässig ist der Sitz, diese Sitzauflage. Wie wetterfest es ist, weiß ich gar nicht. Ob das dann tagelang im Regen draußen steht und immer noch ganz abtrocknet. Die roten Räder, ja, sind schon stylisch. Mir gefällt es ganz gut. Und jetzt mache ich doch mal den nicht repräsentativen Sitztest. Das gleiche Sitzverhalten für einen viel zu groß geratenen Erwachsenen wie beim New Big Bobby Car und beim klassischen Big Bobby Car. Ja, das ist also das Big Bobby Car Next. Das kostet deutlich mehr als die anderen beiden. Die gibt es alle drei nach wie vor im Handel. Das klassische Big Bobby Car gibt es zum Beispiel beim großen bekannten Online-Versender meistens so für 30, 40 Euro. Und dann gibt es eben die erwähnten Lizenz- oder Sondereditionen, die kosten natürlich mehr. Dann auch Modelle mit Zubehör wie diese Schiebstange etc. Das New Big Bobby Car ist ungefähr so ein 10er teurer, also geht man davon aus, dass ihr das für 50 Euro kaufen könnt. Beide halten übrigens extrem lang, kann man also weiter vererben an Neffen, Nichten, Geschwister, Nachbarn. Das Next Big Bobby Car ist deutlich teurer, hat 99,95 unverbindliche Preisempfehlung, gibt es jetzt gerade so für 80 Euro zum Beispiel auch bei dem Online-Versandhaus. Und ja, hat natürlich Features wie diese gummierte Auflage, die Scheinwerfer, die Leuchten, den Soundgenerator hier in der Hupe. Ob es das wirklich alles dann langlebiger macht, glaube ich nicht, sondern es ist ja einfach ein trendigeres Produkt, teureres Produkt, mehr Premium könnte man sagen, aber verrät dann auch so ein bisschen die Sache am Bobby Car, einfach dieses rustikale, einfache Kinderrutschauto zu sein, bei dem einfach nichts kaputt gehen kann, ganz und gar nichts, egal ob ich es irgendwie die Treppe runterschmeiße, natürlich dann am besten ohne Kind drauf oder sonst noch was. Und hier hast du zumindest dann diese Papa, Mama, die Batterien sind leer, Action, und die muss jetzt sofort ersetzt werden. Sowohl hier im Lenkrad, eben die Hupe, wie auch bei den Scheinwerfern. Sieht natürlich schick aus, aber muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde persönlich, wenn ich jetzt noch Kinder in dem Alter hätte, zum ganz klassischen Bobby Car greifen und das dann vielleicht mit Camouflage-Folie bekleben oder so. Also die Kritik ist da, und ihr sollt auch übrigens wissen, es ist jetzt hier kein Sponsored Post, und Big hat gesagt, du kannst du mal ein Bobby Car Video drehen. Ich vermute eh, dass euch das jetzt gar nicht so interessiert hat, hier als Auto-YouTube-Kanal, Schauer und Autoblog-Leser. Aber ich hatte einfach Lust drauf, und ja, das ist ja das Schöne an so einer eigenen Sache. Wenn man Lust drauf hat, dann macht man das. Ich habe, wie gesagt, hier kein Geld dafür bekommen, um die Bobby Cars zu testen. Ich habe die Bobby Cars zur Verfügung gestellt bekommen, und die behalte ich aber nicht, sondern ich möchte die natürlich jetzt in der Vorweihnachtszeit, deswegen mache ich auch das Video, weil ihr vielleicht dann hier ein potenzielles Weihnachtsgeschenk erleben konntet für Kinder, Neffen, Enkel. Ich möchte die natürlich spenden. Ich habe mir jetzt überlegt, es gibt in München so ein Kinderhospiz, das also die Kinder auf ihren letzten Reisen begleitet, also die letzte Lebensreise, wenn sie unheilbar krank sind. Die hätten sich sehr gefreut, auch diese Sachspenden anzunehmen. Dürfen sie leider nicht, ist auch voll verständlich, weil die halt ganz viele auch sehr immungeschwächte und immunkranke Kinder da haben. Dann können die jetzt hier kein Produkt nehmen, was nicht original verpackt ist, sondern mit dem ich hier schon rumgefuhrwerkt habe, um euch das hier vorzustellen. Beim örtlichen Kindergarten gibt es eine Aktion, dass vor Weihnachten immer ganz viele Sachen gesammelt werden. Textilien, Malbücher, Spielwaren, die die Kinder nicht mehr brauchen, aber auch neue Sachen. Und die dann in ein Dorf nach Rumänien gebracht werden. Rumänien ist Europäische Union, aber trotzdem ein Land mit noch extrem verarmten Landstrichen, wo zum Beispiel so ein Bobbycar genauso ein unerreichbarer Traum wäre wie für manche Eltern vielleicht ein luxuriöses, echtes Auto. Und deswegen werde ich diesem Kindergarten hier in meinem Heimatort in Garching die Bobbycars hinstellen, rüberfahren und hinstellen, damit die dann bei dieser Spendenaktion mit dem Transporter mit nach Rumänien kommen. Dann gibt es da auch internationale Kinderfahrfreude hoffentlich. Obwohl es vielleicht jetzt kein echtes Auto war, was euch nicht interessiert hat. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Autonotizen-Video. Das nächste Auto ist auch rot, wenn ich die Reihenfolge richtig im Kopf habe, aber hat einen Motor und man kann drin sitzen und ein Dach über dem Kopf. Schaut auch dann bitte wieder rein. Abonniert den Kanal, das würde mich freuen. Der Daumen nach oben ist auch immer ein schönes Zeichen, damit ich sehe, euch hat das Video gefallen. Genauso könnt ihr natürlich Kommentare, Fragen, Kritik unten
in die Felder hacken. Ich antworte darauf. Bis bald bei Autonotizen. Ciao.